Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview Review. Diese Woche mit King of Devil Island. Ein Film auf einer wahren Begebenheit. Es geht um eine Gefängnisinsel in einem norwegischen Fjord vor Oslo. Es geht um die Gefängnisinsel Botjøy oder so. Offensichtlich spielt das Ganze 1915 in Norwegen und in Norwegen schien damals kein vernünftiges Jugendstrafrecht zu existieren, denn Jugendliche konnten für egal welches Vergehen, bis sie rehabilitiert werden, in ein Erziehungslager geschickt werden. Erziehungslager heißt, dort müssen sie arbeiten, dürfen nicht spielen, Gefängniskleidung tragen, absolute Disziplin, Prügelstrafe, alles ist dabei und wie gesagt, für das Klauen einiger Münzen aus dem Opferstock über 6 Jahre. Und der Film ist sehr gefühlvoll gedreht. Die jungen Darsteller sind alle sehr gut. Es kommt zu verschiedenen Dingen, die natürlich aufgearbeitet werden müssen. Und ich will natürlich nicht zu viel verraten für alle, die das sehen wollen. Der Film ist tatsächlich sehr gut gemacht. Die schauspielerische Leistung ist sehr gut. Die Lage ist sehr nachvollziehbar. Es wird halt tatsächlich eine bedrückende, ängstige Stimmung aufgebaut mit allen möglichen anderen Problemen, die man sich vorstellen kann. Es ist halt ein schwermütiger Film mit einem eher tristen Bild, in dem es nur wenige helle Punkte gibt. Es ist also ein Film für Leute, die anspruchsvolle Filme mit derartigen Themen mögen. Wer eine Action-Komödie, Action-Film sehen möchte, sollte sich vielleicht doch was anderes suchen. Und damit bis nächste Woche.